Hey ho, was machen wir heute? Filet, Blätterteig, verschiedene Käse, verschiedene Gewürze. Ich würde sagen, das werden Fleischpralinen. Oder Filetpralinen, hört sich besser an. Geh mal rüber. Zutatenübersicht und dann geht's los. Obwohl, ich pariere noch schnell das Filet vorher. Leute, jetzt muss ich doch kurz noch eine kleine Runde dazu sagen, einen kleinen Einspieler sozusagen. Wen Blätterteig-Gemetzel und Gematsche auf den Keks geht, der sollte jetzt besser abschalten. Weil, aufgrund minderwertigen Blätterteig sehen die Dinger nicht so schön aus, wie sie nachher aussehen sollten. Ja, so viel an dieser Stelle, aber schaut es euch selber an, wenn ihr es sehen wollt. Ansonsten besser ausschalten. Machen wir ganz normal in der Küche weiter und ja, nachher sehen wir uns dann hier, wo ich eben schon die Kohlen anfeuere. Dann wären wir schon bei der kleinen, aber feinen Übersicht. Ich habe hier, fangen wir hier mit den Gewürzen an, einfach mal 1, 2, 3, 4 verschiedene Gewürze hergerichtet. Sprich, wenn wir 8 Fleischstückchen rauskriegen, brauchen wir alle 4. Dann habe ich hier verschiedenen Käse, den Burger Cheddar, der was sehr gut war, an Baby Bell, an Emmentaler. Dann habe ich hier noch ein bisschen Knoblauch, ein Ei, das brauchen wir dann zum Bepinseln nachher, an Ahornsirup, eine Bulleis Honey Soße, dann Blätterteig und das war's. Mehr werden wir wahrscheinlich gar nicht brauchen. Und ich fange jetzt erst einmal an mit dem Fleisch. Und ja, bleibt dran, schaut's zu. Hier schneiden wir uns einfach so schöne Stückchen runter. 2, 4. Ja, 5, 6, oh, das wird sogar etwas mehr, das soll das auch recht sein. Dann legen wir die hier her. Und dann klöppeln wir uns die einfach ein bisschen platt. Das mache ich jetzt mit allen. Wieso, weshalb, warum? Werdet ihr sehen, wenn er dran bleibt. Habe ich schon wieder dranbleiben gesagt? Egal. Dann haben wir sie alle klein. Das wird eine extra. So. Dann fangen wir mal an. Ja. So, wir fangen als erstes mit dem Medikopter an. Danke McAllister nochmal dafür, dass du für Nachschub gesorgt hast. Weiter geht's mit dem Ofa von Klaus Grillt. Ja, heute haben wir die Barbecue-Szene etwas vertreten hier, die YouTuber-Szene. Dann machen wir weiter mit den Beef Buddies Schweinerei. Und dann klingelt ein Handy. So Leute, der Anruf hatte auch was mit YouTube zu tun, aber nicht mit dem Grilljunkie-Kanal, sondern mit dem Street Fighter-Kanal. Hier nehmen wir jetzt von der Grillshow, vom Johnny des Caribbean Spice. Ja, und wollte da einer Infos haben, wegs Scheibe einziehen beim Golf Cabriolet. Ja, der hat die 1er Golf Cabriolet-Videos angeschaut. Finde ich toll. Also wenn jemand Probleme hat, man kann mich gerne anrufen. Ich bin ja
wenn ich nicht gerade in der Arbeit bin, auf Arbeit, eigentlich immer zu sprechen. Das letzte hier noch, das Einzelstück. Kriegt einfach nur ein bisschen Salz und Pfeffer. Und wenn ich noch finde, auf die Schnelle noch ein bisschen Paprika. Tja Leute, dann lege ich die mal schnell auf die Seite, mache hier sauber und dann geht's schon mit dem Blätterteig los. Ach ja, das Ei werde ich eventuell jetzt gleich verquirlen, nachher verquirlen. Ach, gucken wir einfach. So Leute, dann fangen wir mal an. Keine Ahnung, welche das jetzt sind. Die legen wir hier jetzt erst einmal in die Mitte rein. Machen wir eben, wie gesagt, zwei identische. Nehmen wir hier den breiteren. Naja, gut. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. So. Die machen wir mit Knoblauch. Ja, Pralinen sollen für Überraschungen gut sein, habe ich mir sagen lassen. Das wären dann schon die ersten zwei. Mehr brauchen wir da jetzt auch gar nicht im Moment. So. Einmal hier rüber. Und dann machen wir das seitlich zu. Irgendwie. Also es könnte sein, dass die nächsten dann besser aussehen. Das ist halt jetzt die erste. Ein bisschen Fummelarbeit, definitiv. So, dass man nachher eben unterscheiden kann, also dass jeder von jeder eine kriegt, mache ich die einen einmal so zu und die anderen einmal so zu. Ja, ich glaube, das ist dann eindeutig. Gut. Machen wir weiter. Also, Leute, da ist der Fantasie freien Lauf gelassen. Macht einfach das, was ihr möchtet. Aber macht's das. So. Ich hoffe, dass die zu bleiben. Geht leider nicht alles ganz so schön, wie wir es möchten. Dann schnappe ich mir hier schnell das Einzelstück. Na, an was erinnert euch das? Reicht an Gurke. Mit Ei. Ja, Thomas. Schauen wir mal, ob ich das so hinkriege. Ich muss dazu sagen, die Verpackungen hier, die waren ganz schön verbollert.
und deswegen sieht es hier, naja, nicht ganz so schön aus. Geh halt weg. Blutige Hennerkäpf, blutige. So. Na, verdammte Axt. Unten aufgerissen. Tja, und ich glaube, da haben wir an auch ja, einen blöden Blätterteig erwischt. Jo. Jetzt machen wir die zwei. Caribbean Spice, die riecht man. Das ist ein Scheißblätterteig. Jetzt muss ich es doch sagen. Ein Scheißblätterteig. Oh Leute, schaut euch diesen Mist an. Das ist doch nicht zum Aushalten. Dass ich die nicht eingekauft habe. Sonst wäre ja jetzt ich schuld. Meine Fresse. Was für ein Mist. Gerade das, wo richtig dicht werden hätte sollen, richtig dicht hätte werden sollen. Hi. Ja, scheiß Blätterteig. Machst du da Geiles? Vielleicht Filetpralinen. Ja, kannst du mitessen dann. Aber leider hat man einen scheiß Blätterteig eingekauft. Ist mir jetzt wurscht, wenn das ausläuft. So, und was machen wir mit den letzten? Da mischen wir alles, einfach alles zusammen, oder? Haha. Ups. Ja, der wird mit Sicherheit auch nicht dicht werden. Naja. Jetzt ist auch schon wurscht. Leute, ich habe gerade resigniert. Kauft euch einen gescheiten Blätterteig und nicht so eine verdammte Axt.
Kann ich jetzt nicht ändern. Ist so. Komm, dann ist der Käse weg. Es ist alles egal. Ich bin frustriert. Ich bin echt frustriert, Leute. Ich bin ja sowas von frustriert. Jetzt haben wir auch kein Emmentaler verwendet, ist mir jetzt alles wurscht. So Leute, eigentlich hätten sie ja alle schön aussehen sollen, aber ja, das war Lidl Blätterteig und da muss ich sagen, der ist Müll. Punkt. Ich heiz jetzt draußen schnell den Grill an und dann gehen wir auch schon raus. Das Ei wird jetzt noch ein bisschen wird aufgeschlagen mit Milch ein bisschen dazu und verquirlt und dann sehen wir uns komplett mit dem ganzen Zeug draußen. So Freunde, das passiert mir ja nicht oft, aber angesichts des Blätterteig-Fiaskos, ja, hätte ich schon fast Bock, das Video abzubrechen, aber nein, ich ziehe das jetzt fertig durch. Ja, schade um das Video. 2, 3. Dann haben wir hier die Gegenstücke sozusagen. Ihr könnt heulen. Ich könnte echt heulen, Leute. Das ist so traurig. Das ist echt so traurig. Aber hilft ja nichts, das ziehen wir jetzt durch und machen das Beste noch draus, was draus zu machen ist. So. Gut. Ich tue schnell Kohlen in den Grill. Oh, die Cam läuft noch. So. Dann tun wir das ganze Zeug einmal sauber einpinseln. Kein Bock. Jupp, ich weiß, den Grill hätten wir auch noch abwischen können, aber ist bloß außen, das interessiert mich jetzt ganz und gar nicht. Und da schmeißen wir uns jetzt die Platte in die Mitte drauf. Boah, wo ist mein Handschuh, blutige Händerkäpp. So, und da lassen wir es jetzt drauf, bis es circa eine Kerntemperatur von 65 Grad hat. Bei 150 bis 220 Grad in etwa, ja, so um den Dreh rum. So, 10 Minuten, Viertelstunde später schauen wir ganz einfach auf die Schnelle mal hier rein. Ja, was soll ich sagen? Nein, ich sag gar nichts mehr. Leute, ich bin einfach nur frustriert wegen dem Blätterteig. Entschuldigung, aber tja. Wiederum geraume Zeit später. Was? Das kann ja bald sein. Willst du das Fleisch mich veräppeln? Ey, das waren doch jetzt keine 20 Minuten. Fertig. Eindeutig fertig. Ja, Leute,
dann gehe ich mal Schatzi wecken. Sie hat sich nach der Arbeit hingelegt. Also das ging jetzt wirklich rasend schnell, Leute. Ich weiß nicht einmal, wie lange das drauf war. Ich hoffe aber auch, dass die Dinger durch sind. Dass ich mich hier jetzt nicht vertue. Deswegen, ich glaube, die sind durch. Ach, hol ich mal an, das Ding. Doch, ich glaube, dass die Bräuli besser, wo ich unten reinfahren kann. Das war der extra. So. So, einmal die eine Seite. Naja. Und heiß ist es, ganz so schlecht sieht es ja doch nicht aus. Naja, so schlecht sehen sie ja eigentlich dann doch nicht aus. Ja, ein bisschen hier ist halt der Käse rausgelaufen, aber mein Gott. Ja, dann würde ich mal sagen, schneide ich mir die mit der Gurke und den Senf erst einmal an und probiere ich mal. Eigentlich könnten wir ja noch anschneiden, auch noch im Video. Das machen wir jetzt noch. So. Dann machen wir hier jetzt einen schönen, konkreten Mittelschnitt. Ui! Und ab den Hals. So. Heiß. Die Farbe. Freunde, ich vermute jetzt ganz schwer, dass das eine ja, mit dem Baby Bell ist, eine Fleischpraline. Und da gucken wir jetzt auch einmal rein. Jupp. Lecker. Riecht richtig gut. Es sind für mich keine Pralinen, sondern ein paar Stäben. Ein paar Stäben sind im Blätterteig. So, Freunde, Ende gut, alles gut, kann man hier definitiv so sagen. Also ich war ja mit dem Blätterteig echt am Verzweifeln, aber es hat doch noch sehr gut geklappt. Und wie lange das jetzt insgesamt auf dem Grill war, ich weiß es gar nicht. 20, 30 Minuten? Keinen Plan. Müsste ich vielleicht einmal den Zeitstempel von den verschiedenen Videosequenzen gucken. Das mache ich. Und dann schreibe ich unten drunter, wie lang es insgesamt drauf war. Ja, Fazit. Durch die Bank, alle sehr gut. Mein Schatz hat jetzt gerade noch gemeint, sie wird es eher Fleischpasteten nennen. Naja, dann nennen wir das Video Filetpralinen oder Filetpasteten. Nennen wir es einfach um, ist doch wurscht. Ist ja eh schon alles wurscht in dem Video. Und ja, wo sie das probiert hat mit der Barbecue-Soße, hat sie gleich oh gesagt. Und lecker. Mhm. Oder Schatz? Mhm. Also durch die Bank weg fand ich alle hervorragend lecker. Natürlich auch besonders die mit der Rouladenfüllung. Das schmeckt mir immer am besten, sowas. Ja. Also, Nachmachempfehlung definitiv. Ihr könnt oder werdet wahrscheinlich die Gewürze verwenden, was ihr zur Verfügung habt. Aber nehmt bloß die, wo ihr wirklich möchtet. Aber jeder Happen ist eine Überraschung. Oder jede Praline. Oder Pastete.
Ja, Schatz, sag noch deine Meinung schnell dazu. War sehr lecker. War sehr, 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 sehr lecker. Gut. Patricia? Voll lecker. Hat sehr gut geschmeckt. Hat nichts auszusetzen. Jo. Schatz, hat es jetzt für die als Entschädigung gereicht für die Käsewürstchen gestern aus dem Topf? Ja, gestern hat es ein schnelles Menü gegeben. Das heißt aber nicht, dass du morgen entlassen bist vom Kochen, weil ich am Morgen Dienst. Leute, ihr habt es gehört. Ich muss morgen wahrscheinlich schon wieder ein Video drehen. Mhm. Okay, das war's mit diesem Video. Ich wünsche euch was. Einen Daumen nach oben da lassen. Freundliches Kommentar. Abos. Würde mich alles freuen. Ja, und hasta la vista und tschüss. Aus meinem Video ist auf einmal ein ganz anderes Video geworden. Und zwar Jack Daniels Soße für Burger. Zum Beispiel könnte man es nennen. Ja.